Servus Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed Valhalla. So, wir sollen jetzt mit Randvi sprechen. Sind jetzt aktuell in Vornberg angekommen. Und ja, wir sollen jetzt hier mit ihm sprechen. Mal schauen, wird so ein bisschen unser Lager sein, denke ich mir. Und mal schauen, was hier alles gibt. Hier denke ich, wird es viele Quests und sowas geben. Und ach, ich bin echt gespannt. Können uns ja mal tarnen. Das ist auch cool. Cool gemacht auf jeden Fall. Okay, wir machen dann mal das Bildmachgerät an. So, servus Leute. Und wenn es euch gefällt, lasst mir doch ruhig ein Like, Kommentar oder auch Abo da. Oh, wie schön sieht das aus. Sehr, sehr schön. Okay, was gibt's hier alles? Deine Ära wächst schnell. Schnell, aber nicht besonders stark. Sie ist wie ein kleines Karnickel. Klein und schnell besiegt groß und langsam. Bald kann ich sie auf Raubzüge mitnehmen. Oh, würdest du bitte? Dann hätte ich mal Ruhe. Okay. Deine Ära wächst okay. Schnell. Schnell, aber klein und oh, würdest. Okay, man kann wenigstens Dialoge überspringen, es ist schon gut. Gudmund, es scheint, dein Schiff ist wie eine von Holmgers Geschichten. Nie ganz fertig. Bring mir etwas gutes Holz und es ist in einer Woche fertig. Aber Styrbjörn will mir keins schenken. In Irchwalds Nes gab es wenig zu holen. Aber wenn ich etwas finde, gehört es dir. Okay. Ja, ich weiß, er steht hier hinten zum Quatschen, aber ich will erstmal ein bisschen. Umschauen hier. Okay, gibt's Pferde. Ist anscheinend irgendein Laden oder sowas. Willkommen. Laden ansehen. Händler finden sich in jeder größeren Stadt. Von ihnen kannst du wichtige und manchmal auch äußerst seltene Gegenstände erwerben. Aber auch Plunder und Güter verkaufen. Verkaufen, ja. Ah, okay. Plunder. Ist das alles Plunder? Steht zwar oben Plunder, ja. Die Kategorie, aber ich weiß nicht, ob ich das verkaufen soll. Allen Plunder verkaufen. Machen wir das mal. Das kauft mir jemand ab. Okay. Ah, okay, das hat er jetzt nicht verkauft. Kann ich holen, wenn du magst. Jagdpfeile, Mahlzeiten. Leichte Pfeile. Das na, kannst du gerne haben. Ich glaube, ich kaufe doch mal nichts. Gehen. Wir sehen uns bald wieder. Ich würde sagen, wir schauen uns einfach um. Noch brauche ich nichts kaufen. Untertauchen. Gibt es keinen, der es mit mir aufnehmen will? Okay. Kommt und trinkt! Lasst uns die Götter unterhalten! Na gut, Tirkla. Ich trink dich unter den Tisch. Und trinken mal. Hallo Tekla, was brauchst du? Alves sagt, das Gebräu wäre zu stark. Kannst du ein paar Runden vertragen? Poh, machen wir einfach mal. Ach so.
schon schlecht? So viele Hörner wie ich. Ach du Scheiße. Lebenssaft. Gut getrunken. Gut gemacht. Gut getrunken. Was? Gibt es keinen, der es mit mir aufnehmen will? Du bist offen hier. Kommt und trinkt. Lasst uns die Götter unterhalten. Irgendwas gefangen? Heute nicht. Du fahrende Mensch. Es fängt einfach nichts an. Zu viele Schiffe wühlen das Wasser auf. Ich habe nicht die Geduld, um mit der Rute zu angeln. Mit dem Bogen wäre ich sicher besser. Fische mit dem Bogen schießen? Das könnte klappen. Okay. Okay, hier kann man auch mit keinem reden. Oh! Was ist hier los? Ach, das sind so Puppen. Den Pfeil gegen die Nadel eingetauscht, wie ich sehe. Eivor, kannst du mich die Kunst des Bogenschießens lehren? Aber sehr gerne doch. Okay. Siehst du, wie ich stehe? Setze deine Füße fest auf den Boden. Nicht weiter als Schulterbreit. Atme ein, wenn du die Sehne spannst. Danke, Eivor. Jetzt habe ich etwas für dich. Ja, und in Reichweite, glaube ich, müssen wir ein bisschen was machen. Ah, okay, das zeigt sogar an, wenn wir drüber halten. Siehst du? Aufs Auge kommt's an. Danke, Eivor. Als Geschenk könnte ich dir eine neue Tätowierung anbieten. Ah, okay. Etwas, um deine Narbe zu schmücken. Ein nettes Angebot. Aber sie soll sichtbar sein. Oh, ich wollte dich nicht beleidigen, aber ich kann dich trotzdem tätowieren, wenn du magst. Tätowierwerkstatt. Besuche Tätowierwerkstatt, um dir ein Tattoo zuzulegen. Setze Raben ein.
Zeig es mir. Ah, okay. Ah, da vorne ist der Tätowierer. Okay. Da gehen wir trotzdem mal hin. Nur mal schauen, was es alles so gibt. Hier ist der Tätowierer. Sprechen. Sven, hast du ein paar neue Tätowierungen? Ein paar hätte ich schon. Tavos Fähigkeiten werden besser. Tova sagt, dass sie neue Tätowierungen ausprobiert. Das stimmt. Und sie wird immer besser. Lass mich mal sehen. Wie du willst. Frisieren und Tätowieren. Passe das Aussehen von Ava in der Tätowierwerkstatt von Svein und Tova an. Bringe ihnen kosmetische Entwürfe, um neue Stilrichtungen freizuschalten. Okay, Rumpf vorne. Ach du Scheiße. Okay. Ah, okay. Ja, das lassen wir erstmal so. Das können wir uns immer noch anschauen. Gut. Sonst noch etwas? Bis später, Svein. Gut. Okay, da kann man trinken. Schauen wir, was er hier machen kann. Kann man hier schon was machen? Nee, anscheinend noch nicht. Okay. Wer möchte eine Geschichte hören? Wer hätte Freude an einer Göttergeschichte? Es gab immer Krieg, sogar zwischen den Göttern. Gibt es keinen, der es mit mir aufnehmen will? Okay, dann würde ich sagen, sprechen wir mal mit Randvi. Wir dachten, wir hätten dich verloren, Eivor. Diesmal wirklich. Wie immer ein herzliches Willkommen, Randvi. Du siehst wie Schlachtvieh aus. Was ist passiert? Nichts, was der Rede wert wäre. Außer, dass die Männer, die uns aufgehalten haben, tot sind. Und wie geht es dir? Es geht, obwohl ich viele Tage damit verbracht habe, den Zorn unseres Königs zu mildern. Er ist nicht gut, auf dich zu sprechen. Das habe ich erwartet. Und Sigurd? Ist er von seinen Raubzügen zurück? Er sollte heute zurückkommen. Zuletzt hörten wir, er nähere sich Stavanger. Stavanger? Schön zu hören. Wir brauchen seinen Mut. Sigurd wird dich nicht vor dem Zorn seines Vaters retten, Eivor. Das solltest du inzwischen wissen. Verlief dein Raubzug nicht wie geplant? Pläne erfüllen sich selten. Aber wir töteten viele von Kjötvis Kriegern. Und ich fand dies. Die Axt meines Vaters unter den Toten. Ah, nach so vielen Jahren. Du solltest sie zu Gunnar bringen. Er macht sie wieder scharf. Eine gute Idee. Nachdem ich beim König war. Davon rate ich ab. Vorerst. Er trifft sich mit einem Boten aus dem Norden. Ich kann warten. Okay. Ein Schatten liegt auf dir. Stimmt etwas nicht? Nach 17 Wintern die Axt meines Vaters zu sehen, hat mich etwas aufgewühlt. Ein Gefühl, das ich nicht mehr hatte seit er getötet wurde. Seit ich das hier erhielt. Erinnerungen vergangener Qualen. Trauer und Schmerz. Ich sollte mit Valka sprechen.
Vielleicht bringt sie Ordnung in meine Gefühle. Nimm dir Zeit, um erstmal anzukommen. Wir sehen uns beim Langhaus. Ich bin doch schon angekommen. Ich glaube, du bist abgestumpft, Eivor, wie diese Axt. Vielleicht kann dir Gunnar bei beidem helfen. Ich lasse es dich wissen. Quest abgeschlossen, durch Ehre gebunden. Okay, wir haben jetzt mehrere Quests erhalten. Teil von Schlacht um die Nordwege, Kapitel 2. Eivor kehrt heim, um sich dem Zorn ihres Ziehvaters zu stellen. Spricht mit Gunnar, dem Schmied. Von lebhaften Visionen geplagt, sucht Eivor Rat bei der örtlichen Seherin. Begibt dich zu Valkas Hütte. Kann ich da mehrere auswählen? Nee, das geht gar nicht. Machen wir das mal. Schmiede. Na, Quest anzeigen. Ah, okay, das ist. Ja, dann machen wir erstmal einen Gunnar. Eivor, siehst entschlossen aus. Willkommen zu Hause. Eivor, hast du ein Schätze mitgebracht? Mein. Welt. Quests. Weil der Schmied ist nämlich gleich hier hinten. Zurück. Das ist mehr wert als Silber. Ach, wen haben wir denn da? Übst du deine Wortspiele, Alvis? Ah, Eivor. Der einzige Mund in Midgard, dessen Spott ich fürchte. Du lehrtest mich die Kunst der Skalden, alter Freund. Es war doch klar, dass ich dich bald übertreffen würde. Wie wäre es dann mit noch einer Lehrstunde? Ein rascher Spottstreit, jetzt und hier? Was sagst du? Okay. Lass uns Spott streiten. Ich setze immer gern ein paar Münzen. Die meisten von uns, die den Spottstreit lieben, teilen auch eine Liebe fürs Wetten. Ich nicht. Aber heute verzichten wir darauf. Fangen wir an. Ich bin bereit. Beim Spottstreit sind Reime und Versmaß verlangt. Es zählt nicht nur der Klang, wenn man ordentlich zankt. So gib acht, welche Worte du wählst im Gefecht. Unterweist du mich, geht's meinem Herausforderer schlecht. Deine Lehren bereiten den Weg für den Sieg. Was du lehrst, trifft so hart wie ein Schlag ins Gemächt. Was du lehrst, trifft so hart wie ein Schlag ins Gemächt. Eine schöne Antwort. Der Reim war gut und das Versmaß hat genau gepasst. Lass uns jetzt über den Inhalt reden. Der Spottstreit nimmt Gegner recht bissig aufs Korn. Die Gewitztheit zählt mehr als ein Ausdruck von Zorn. Sag ich dir, du bist töricht und dumm ohne Hirn. Dann sag ich, heiße Luft verbeult dir deine Stirn. Spuck ich dir ins Gesicht, zerbrech deine Stirn. Mach ich bald einen Teller mir aus deiner Stirn. Dann sag ich, heiße Luft verbeult dir deine Stirn. Ah, eine gute Antwort. Ich hab dich dumm genannt und du hast es zurückgegeben. Du hast mein Thema, Verstand, aufgegriffen. Wenn dir mehrere passende Erwiderungen einfallen, nimm die, die inhaltlich am besten passt. Einer noch. Also geh nun, sei siegreich, die Zunge dein Schwert. Schlag gewitzt dich, sei schnell, was dir auch widerfährt. Voller Freude erwart ich, wie's dir dann ergeht. Von mir kommen dann Sprüche, die kaum jemand versteht. Meine Gegner vom Reim und vom Witztum verweht. Du bräuchst schon in Kürze, was du mich... Meine Gegner vom Reim und vom Witzsturm verweht. Makellos, ja. Mit dieser Antwort hättest du mich besiegt. Du zankst voller Können, vortrefflich gemacht. Gekonnt schwingst du Axt und auch Wort in der Schlacht. Danke, Alvis. Diese Lehrstunde merke ich mir. Okay. Soll ich deine
Dann war sie wiedergeboren als Freya, Mutter. Wolfsmal, willkommen zurück. Gunnar, ich habe hier etwas, das du sehen musst. Bei Thors Donnerschlag, ist das die Axt deines Vaters? Ja, richtig. Die Schönheit habe ich nicht mehr gesehen seit, naja, schon lange nicht mehr. Ich habe sie vor langer Zeit geschmiedet. Sieht immer noch gut aus. Eine meiner besten, finde ich. Die Klinge ist stumpf, aber sie liegt gut in der Hand. Kannst du sie schärfen? Ich kann ihre Schneide verbessern und den Griff verstärken. Und wie es das Schicksal so will, habe ich noch einen Barren dafür übrig. Bist du sicher? Die Nornier haben es so eingerichtet. Aber bring in Zukunft deine eigenen Barren mit. Aus Luft kann ich nichts schmieden. Ausrüstung verbessern. Wenn du Barren in die Schmiede der Siedlung bringst, kann Gunnar Rüstung und Waffen damit aufwerten. Dadurch werden Runenplätze freigeschaltet und die Objekte sowie auch ihr Aussehen können weiter verbessert werden. Ja, das ist halt immer die Frage, wie viele Waffen findet man? Weil wenn ich jetzt was verbessere, ist es halt blöd, wenn ich dann danach irgendwie eine andere Waffe irgendwo finde, die dann besser ist. Okay. Neuer Runenplatz, neues Aussehen. Okay. Mehr können wir nicht machen. Das sollte reichen. Noch etwas? Okay, kann ich aktuell eh nichts verbessern. Schild, ja, mit Schild spiele ich nicht. Rüstung könnte ich verbessern. Brauchst du sonst noch etwas? Und wie geht es dir, Gunnar? Hältst du durch? Ich mag die Arbeit und mein Huger ist stark. Nur die Nächte sind neuerdings kalt. Meine Liebste ist fort, falls du es noch nicht weißt. Ja, das tut mir leid zu hören. Ihr wart wie lange zusammen? 5 Wochen waren es. 5 wunderbare, leidenschaftliche Wochen. Alles vorbei. Werde ich meine Brünnhild jemals wiederfinden? Eine Walküria wirst du wohl nicht mehr treffen, Gunnar. Du solltest deine Ansprüche etwas zurechtstutzen. Zurechtstutzen? Eivor, sieh dir meine Waren an, meine Waffen. Ich bin kein Mann, der sich mit weniger als dem Besten zufrieden gibt. Das wäre erstmal alles. Komm jederzeit wieder. Nicht ein. Okay. Wir probieren es einfach mal. Tasche. Aha, sind unsere Runen drin. Handelsgüter, Tränke herzustellen. Druiden.
Kannst du mir ein paar gute Jagdgründe nennen? Das könnte ich. Aber ich will nicht, dass jeder dort rumtrampelt und das Wild verscheucht. Bring mir 3 Hirschgeweihe, um dein Können zu beweisen. Und vielleicht erzähle ich dir eine Geschichte. Eine schöne Herausforderung. Wir sehen uns bald wieder. Eine milde Jagd. Ihm haben wir schon gesprochen. Proviant ist voll. Okay, so ein Spiel mache ich offscreen mal, Leute. Das mache ich jetzt nicht. Ich glaube, das dauert uns zu lange. Sprechen mal mit Randvi. Sie sollten jetzt fertig sein. Du kannst hineingehen, aber falls du noch etwas vorhast, tu es lieber jetzt. Lass ihn sich abkühlen. Ich könnte zuerst mit Valka sprechen, mich ein wenig erleichtern. Der König wird nicht weggehen. Zuspruch einer Seherin ab. Okay. Und man das hier. Zuspruch einer Seherin. Ist hier oben? Okay, cool. Dann gehen wir da gleich mal hoch. Hallo, Ava. Ist einfach geil, wenn wir einfach hier hoch können. Die Nordlichter sieht man schon wieder. Cool. Was Bildmarke die da, Mitch? Vergesse ich immer, Leute. Entschuldigung. Nein, machst du? Nein! Hilf mir. Sei meine Augen. Muschel, das ist wahrscheinlich Plunder. Oh, was ist das? Ah! Okay. Ich komme aus Staunen nicht mehr raus, Leute. Kann man richtig looten hier alles. Farmen, Leute. Sau cool.
Hier ist eine Höhle? Oder ne, ein Durchgang. Vier Pfeile bloß noch. Ja, da oben ist was. Opal. Eisenerz. Walkers Hütte. Gaben für Walker. Zwei Hühner von Scanfried, keine Ahnung, es ist Nierfried, um ihre Ernte zu weihen. Ein Schaf von Thora für den Blutsiegen ihres Kindes. Eine Ziege von Duck für mehr Salbe. Schweig. Ich versuche, die Lieder der Natur zu hören. Hamuram. Hamuram. Svala? Sie lobpreist und sie ist willkommen. Euch zu Gehör lausche ich, o Älteste, große Odin, mächtige Freya. Ich erbiete euch Dank für eure Gabe des Seder. Sie dankt und sie ist gesegnet. Eivor, lang ist es her. Was führt dich den weiten Weg hierher zu mir? Ich suche deinen Rat. In einer persönlichen Sache. Komm. Geht es deiner Mutter gut? Ihr Verstand ist wirr. Sie spricht mit Geistern. Ich fürchte, ihr letzter Winter ist angebrochen. Doch hat sie mich. Sprechen wir nun über dich. Ich hatte ein Gesicht. Eine mächtige Erscheinung. Es mag mein Kampfrausch gewesen sein. Oder ein Wahn, wegen der Kälte. Aber beschreibe sie mir. Nach 17 Jahren sah ich die Axt meines Vaters wieder. Und als ich sie berührte, überkamen mich die Bilder. Da war ein Wolf, heulend und wild. Und dann eine Gestalt. Mit grauem Bart und Mantel. Er hatte nur ein Auge und bedeutete mir, ihm zu folgen. Ah, der Erhabene. Er ruft dich. Vielleicht möchte er mit dir sprechen, eine Botschaft überbringen. Nur durch Seder wirst du klarer sehen und das Knäuel entwirren, das die Fäden deines Geistes sind. Es wird nicht lange dauern. Was brauchst du denn da? Einen Trank, um deinen Hugar zu lösen und deine Gedanken zu entwirren. Du wirst gleichzeitig wach sein und schlafen und in die Traumwelt reisen.
Es mag dich verwirren oder verstören, doch du musst dir alles merken, was du siehst. Trink. Wenn du wahrhaftig verstehen willst. Okay. Ich habe nichts gesehen, Valka. Nichts gefühlt. Okay, wir sind jetzt anscheinend in der Traumwelt. Wandle ich unter den Toten? Sigurd? Sigurd, Bruder, wann bist du gekommen? Oh, weißer Wolf. Ist irgendeine Tür oder sowas, habe ich gesehen, so ein Tor. Oh, das ist der. Hä? Weg, Harvey. Es ist unser Schicksal. Sigurd! Die Hand abgeschlagen. Sigurd! Was ist passiert? Es war nicht für dich, Harvey. What? Hä? Geil. Valkas Hütte. Ruhig, Eivor. Ich bin es, Valka. Ich bin hier. Götter, ich dachte, ich... Was war das? Erzähl mir alles. Ich war auf einem Berg. Ein Schneesturm tobte. Ich kletterte zum Gipfel. Einem Wolf hinterher. Ohne nun die Wand, der Ruf des Wolfes erklang. Der Wolf wollte meine Aufmerksamkeit. Als hätte er gewollt, dass ich ihm folge. Du trägst das Mal des Wolfs und bist damit für dein Leben gezeichnet. Hier könnte er deinen Ehrgeiz darstellen oder deine Angst. Ich sah Odin und die Nornir, welche die Schicksalsfäden spannen. Sie sahen mir zu. Sie sahen dir nicht zu. Sie zeigten dir den Weg, dein Leben, deinen Pfad, was vor dir liegt und wo es endet. Ich sah die Tore zu Odins Halle der Gefallenen. Sie öffneten sich mir. Die Schatten Valhalls, das zu erreichen dir bestimmt ist. Mehr weiß ich nicht zu sagen.
Meine Erinnerungen sind blass, neblig. Hast du den Gipfel dieses Berges erreicht? Das habe ich, ja. Sigurd war auch dort. Verletzt, schmerzerfüllt. Sein Kampfarm fehlte. Dann erschien der Wolf erneut. Groß wie ein Drache und schrecklich verändert. Er starrte mich an und attackierte mich. Dann erwachte ich. Die Götter begünstigen dich, Eivor. Schon immer. Du wirst deinen Ruhm haben und dir deinen Platz in Valhall verdienen. Doch diese Vorzeichen bergen auch eine dunkle Wahrheit. Der fehlende Arm, die Blutspur, die Bestie. Du wirst deinem Bruder Sigurd verraten. Das ist die Bedeutung dieser Bilder. Das kann nicht stimmen. Ich würde Sigurd niemals verraten. Er ist mein Bruder, meine Familie. Die Nornir haben gesprochen und dies ist ihre Botschaft. Nein, das ist falsch. Du deutest es nicht richtig. Das kann nicht stimmen. Du wirst Sigurd verraten. Odin kämpfte gegen sein Schicksal. Es ist möglich. Okay. Zwei Fertigkeitspunkte. Haben wir schon 4. Schau doch mal. Gib mal hier mal ein bisschen reinskillen. Nahkampfschaden. Okay, geht der neue Baum auf. Schleichen, Schleichenschaden, Attentatschaden. Und das Bogenschaden wahrscheinlich. Okay. Das ist jetzt müssen wir erstmal schauen. Meter, 271 Meter. Das könnten wir uns aber mal holen. Wenn wir schon hier oben sind. Also schläft Eivind während seiner Wache. Das erklärt einiges. 15 Meter. Ja,
Revent! Wach auf, oder du wirst in der Wildnis ausgesetzt. Muss wach bleiben. Sie könnten überall sein. Schlafwandel der Hoch Edder. Oder was? Meter. Überall. Wenn wir sterben, sterben alle. Wir gehen einfach mal hinterher. Darf nicht einschlafen. Muss sehen, ob sie kommen. Aber wir schauen mal die Legenden an. Steht aber auch nichts dabei. Rätsel. Alvin, wach auf! Du läufst auf eine Kante zu. Benutzt er jetzt die Seilrutsche? Ein Sturm. Du wach jetzt. Alvin, ganz ruhig. Du hast geschlafen. Nein, ich bin durch die Luft geflogen. Ja, im Schlaf. Ein unwirscher Weckruf, ja. Aber immerhin lebst du noch. Machst du schon immer Wanderungen im Schlaf? Seit ich hier stationiert bin. Wenn ich im Bett liege, habe ich Angst, dass wir angegriffen werden. Wenn ich im Dienst bin, kann ich nicht wach bleiben. Nur ein Narr bleibt die ganze Nacht vor Sorgen wach. Du bist müde, wenn du aufstehst, und dein Problem ist trotzdem nicht gelöst. Du bist so weise wie Odin, Eivor. Ich denke darüber nach, wenn ich zu Bett gehe. Denk darüber nach, wenn du Wache schiebst, und schlafe, wenn du im Bett bist. Doch jetzt melde dich schnell zurück, bevor du als Verräter gebrandmarkt wirst. Los! Ah, okay. Rätsel gelöst. Okay, den Eiszapfen komme ich praktisch nicht hoch. Synchronisieren. Synchronisierung abgeschlossen. Okay, jetzt haben wir mehrere Aufgaben hier. Hier mal zwei Sachen, zwei Rätsel. Okay. Rafeliki ist das komplette Ding hier praktisch, oder? Okay, hier ist ein anderes Hört Verliki.
siehst du, alte Freundin. Mal hier. Okay. Wo kann ich runterspringen? Ah, okay, wir haben einmal das markiert und einmal das da hinten markiert. Oh, wow, wow. Dann schauen wir noch zu dem Goldenen. Das müsste ein Reichtum sein, also ein Schatz halt oder so. Okay, es müsste hier oben sein. Oben irgendwo. Ja, ich finde es noch ein bisschen blöd gemacht. Okay. Unten. Meter, wo soll denn das sein? Meter oben. Unten. Das ist komisch beschrieben. Das muss ja im Berg sein, oder? Aber eine Höhle oder so gibt es hier nicht, so einen Eingang oder so. Oder es gibt unten irgendwo einen Eingang in die Höhle. Einfach mal runter. Meter. Was soll denn das sein? Was
Was siehst du da oben, Sühnen? Aha. Okay. Alles klar, wir müssen doch hier hoch. Das war jetzt hier irgendwo. Zeig mir, was vor uns liegt. Hä? Ah, wir müssen hoch, okay. Wir müssen hoch. Wir sind hier. Ah, wir müssen dort hoch, okay. Gar nicht so einfach. Rein. Sie für mich sühnen. Ah, das ist. Wir sind dort. Okay, wir müssen nur drüber. Da ist der Eingang. Komm ich jetzt hier nicht rauf oder was? Oh, warum springt denn die nicht? Nicht von oben runterrutschen.
Okay. Mein Gott, schwere Geburt. Okay. Gut, dann würde ich sagen, machen wir doch an der Stelle jetzt einen Cut und machen natürlich in der nächsten Folge weiter. Wir werden hier auf jeden Fall in der nächsten Folge das Gebiet ein bisschen das Gebiet noch weiter forschen. Wir haben hier noch ein bisschen was einzusammeln. Ihr seht schon hier Schätze und Rätsel. Genau, das werden wir in der nächsten Folge dann machen. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Und ja, dann reingehauen, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao, euer Andi.